Moin meine Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich mache noch mal ein kleines spontanes Video, bevor ich gleich wieder in die frische Luft gehe. Wir wissen ja, dass Giri sehr wahrscheinlich Köln wohl jetzt im Sommer verlassen wird bezüglich der Transfererlöse, die wir brauchen. Jetzt sickert immer mehr durch, dass wahrscheinlich vielleicht auch Özcan wechseln könnte, was ich aber nicht glaube. Das spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Dortmund soll wohl an Özcan interessiert sein. Unter anderem Leverkusen sei an Skiri interessiert. Ausländische Vereine sind sehr wahrscheinlich auch an Skiri interessiert und vermeintlich auch an Özcan. Also meine Meinung dazu ist, dass Özcan bleibt und Skiri verkauft wird, weil Skiri wahrscheinlich eher mehr weg wollen würde als Özcan. Dortmund will ihn, weil Dortmund komplett umbaut. Die haben ja jetzt nicht nur Süle ablösefrei geholt, sondern auch Schlotterbeck für 20 plus 5 Millionen. Jetzt sichern die sich wohl auch hier Benze Baini von Gladbach, von den Gladbachern. Witzel hört auf bei Dortmund. Der will nochmal mit 33 was anderes machen. So heißt es. Und ja, die Dortmunder seien wohl auch vermeintlich heiß auf Özcan. Ja gut, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Unabhängig davon scoutet Köln unter anderem Rick Martell, jetzt nicht der Wrestler, falls ihn einer noch kennen sollte, The Model, sondern einen 20-jährigen Mittelfeldspieler, gehört zu Leipzig, ist aber irgendwie auch immer verliehen bisher, weil die Leipziger ja viele Talente haben, die sie ja gar nicht selber unterbringen können. Viel interessanter finde ich aber Tom Kraus, der derzeit jetzt das zweite Jahr beim Club spielt, beim 1. FC Nürnberg und sich da eigentlich auch sehr gut entwickelt hat. Ich glaube, der Gute hat jetzt fast 30 Spiele, ich glaube 29 Spiele gemacht, 3 Tore und 3 Vorlagen. Defensiver Mittelfeldspieler, sehr talentiert, ist noch entwicklungsfähig und spielt so ein bisschen das, was Baumgart mit uns, mit den FC-Spielern halt spielt. Also ich beziehe uns als Fan mit ein. Kraus heißt er. Der Trainer Klaus, so rum, hofft natürlich auf einen Verbleib, dass sich der Spieler weiterhin für Nürnberg entscheidet. Leipzig plant jetzt nicht unbedingt mit ihm, also die würden ihn dann sehr wahrscheinlich weiter ausleihen. Und das käme ja dem FC auch entgegen, wenn sie sich die Dienste von Kraus sichern könnten, von Tom Kraus. Gut, wäre für die Nürnberger schade, aber das ist mir dann auch egal. Guckt euch den Guten mal an, Highlights gibt es genug hier auf dieser Plattform. Und das wäre halt schon sehr nice, wenn der kommen würde, falls Giri geht. Keine Ahnung, was er mit Özcan ist. Vielleicht würde man ihn dann auch als Özcan-Ersatz holen. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um Özcan, sondern es geht halt um die Gerüchte, die Köln halt hat. Dann gehe ich nochmal eben hier auf meine Infoseite. Es gibt da viele Köln-Fans, die sehr wohl auch Insider-Wissen haben. Warum auch immer, woher auch immer, spielt halt keine Rolle. Ich zitiere diesen Herrn jetzt nur. Wenn ich das eben hier finde, wenn sich die Seite mal öffnet. Da wird so unter anderem gemunkelt, dass Köln vermeintlich an Hirgota dran wäre von Fürth. Weiß ich jetzt nicht. Oder als Linksverteidiger, als zusätzlich neuen Backup zu Hector, dein Handwerker, den wir mal hatten, der dann zum Club gegangen ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Denn der Skarke von Darmstadt soll wohl auch mit auf dem Zettel stehen. Und falls er tatsächlich so heißt, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, Ransford Jeboa Königsdorfer von Dynamo Dresden. Was die Geschwindigkeit angeht. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Regal ist, wo der FC gucken sollte. Klar, Union hat sich auch für ihre Dreifachbelastung da gefühlt jeden guten Zweitligaspieler da gesichert. Mit Vogelsammer und Haraguchi und Michel und wie sie alle heißen. Dass es auch klappt, das sieht man ja, wenn man als Mannschaft zusammenhält.
Weiß ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt nur sagen, was halt im Raum steht. Denn nochmal zu den Abgängen, wo ich ja sage, dass die passieren werden. Also Timo Horn wird sich nicht wieder auf die Bank setzen. Viel Geld wird man für den jetzt aber auch nicht bekommen, weil der Gute ja auch gutes Jahresgehalt bekommt. Und ich weiß nicht, welcher Verein sich das denn leisten möchte, weil da alle ziemlich klamm sind. Und die höheren guten Vereine, die mehr Geld haben, die haben ja auch so schon einen guten Torwart. Gut, vielleicht kriegt man für Timo noch 1, 2, 3 Millionen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob Jannis Horn geht, sieht danach aus, vielleicht in ablösefrei. Skiri 10, 15 Millionen, keine Ahnung. Schaub muss er eh gehen oder wird gehen müssen, Stand jetzt. Niklas Hauptmann wird auch ablösefrei gehen. Ja, Duda kann dann auch gerne gehen. 1, 2, 3 Millionen kriegt man für den bestimmt auch noch. Andersen vielleicht irgendwie nochmal in so eine kleinere Liga, Holland, Dänemark oder wie gesagt allgemein in die Heimat zurück. Vielleicht auch bis zu 1 Million, muss man mal gucken. Am interessantesten finde ich wirklich die Spieler, die Stand jetzt zu haben wären, auch meinetwegen aus der zweiten Liga oder von direkten Konkurrenten, wäre halt der Lucadia von Bochum, Kiaré von St. Pauli, der wird aber bestimmt so 2, 3 Millionen Ablöse kosten. Denke ich nicht, dass wir die aufbringen können. Wenn wir für Kilian dann halt schon die ca. um die 2 Millionen fixe Ausstiegsklausel an die Mainzer überweisen werden. Was die Abwehr angeht, weiß ich nicht. Kursiert das halt auch, dass der Pieper von Bielefeld im Raum steht. Das fände ich eine coole Sache. Pieper, ja, Hübers, falls der nicht auch wechselt für, es heißt, 8 Millionen stehen da im Raum oder was. Also wenn ich mir so anhöre, was Vereine von uns wollen, wo wir auch Geld bekommen, okay, cool. Skiri 10, 15 Millionen, Özcan sehr wahrscheinlich das gleiche. Warum weniger? Sehe ich gar nicht ein. Also aus Kölner Sicht. Ja, oder jetzt Hübers mit 8 Millionen aus England da, Thielmann 15 Millionen Arsenal oder was. Aber wir können ja jetzt auch nicht hier Haus und Hof veräußern. Das werden wir natürlich auch nicht machen. Ja, aber wenn du tatsächlich jetzt eine Abwehr mit Hübers, Kilian, Pieper, Chabot und hier Ariembi hast, ja, warum nicht? Als Rechtsverteidiger weiß ich nicht, ob Easy jetzt bleibt, der könnte halt auch noch gehen, wenn man was anderes, besseres findet, zu Schmitz als Backup oder als Starter, wie auch immer. Ja, hinten links, wenn Jannis Horn geht, brauchst du einen neuen, weil Hector alleine reicht wohl nicht oder sehr wahrscheinlich nicht. Ja, zentrales defensives Mittelfeld. Kommt der Kraus, kommt der Martell. Hector kann da auch spielen, ganz klar. Geht Özcan, bleibt Skiri, geht Skiri, bleibt Özcan, keine Ahnung. Ansonsten im Mittelfeld wird sich halt, oder im offensiven Mittelfeld wird sich halt nicht viel ändern. Uth, Kainz, ja und Thielmann dann und Ljubicic, die werden das dann machen. Ljubicic könnte theoretisch auch mit auf die 6, aber auf der 8 scheint er jetzt wohl seine Position gefunden zu haben. Ja und im Sturm hast du dann, ja gut, Obos könnte ja noch nachrücken, Olesen kommt aus der zweiten Mannschaft nach fürs Mittelfeld. Ja, bleibt Modest, geht Modest, Andersen auch weg, denn steht im Grunde nur Lämperle da, stand jetzt. Ja, wir müssen halt mal schauen, ne, was Keller und Koda und Baumgart auf die Beine stellen. Ja, übrigens hatte ich letztens erwähnt gehabt, dass Bochum ja eigentlich mit dem Hofmann von Karlsruhe fix ist im Stürmer, dann hat sich Hoffenheim noch dazwischen gedrängelt, aber jetzt ist das offiziell, dass Hofmann halt zum VfL Bochum wechselt. Daher denke ich, wäre der Lucadia halt ja, ablösefrei zu bekommen. Und der bringt Robustheit und sein Tor jetzt auch gegen Dortmund hat auch gezeigt, oh, so einen Ball schwer annehmen kann der auch und dann auch versenken, ohne dass er den Torwart blind irgendwie in die Leiste schießt oder sowas, wo man dann sagt, oh, den hat der Torwart aber stark gehalten. Ja. Also den Tom Kraus vom Club, von den Nürnbergern finde ich sehr interessant. Wäre geil, würde ich mich freuen. Ansonsten, pff, keine Ahnung, müssen wir gucken. Ja, denn noch eine kleine andere Info. Ihr wisst ja, um Fußball zu gucken, für uns Deutschen gibt es nichts Besseres als Fußball gucken. Also das ist die beliebteste Sportart, sowieso weltweit, aber man muss ja hier 45 Abos haben. Der Streamingdienst beginnt mit D, endet mit N. Ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, à la Modest. Hat erstmal um 100% seine ja, Preise erhöht. Es hat mal 10 Euro gekostet, jetzt irgendwie 14 Euro oder 13,99 oder 14,99, keine Ahnung. Und soll denn demnächst 29,99 kosten.
Ne, aber in den internationalen sage ich schon, in den sozialen Netzwerken quakt man dann rum, warum die Kunden alle weglaufen. Jetzt, wo die Welt hier sowieso auf links und rechts steht und alles, alles wird teurer, Benzin, Lebensmittel, Strom, Gas und keine Ahnung. Und jetzt sollst du hier für so ein, weiß ich nicht, damit ich irgendwie ein italienisches Spiel sehen kann, was mich überhaupt nicht interessiert, soll ich jetzt 30 Euro berappen statt 15. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Macht euch darauf gefasst, dass dieser Streaming-Dienst halt einfach mal um 100% seinen Preis erhöht, ne? Also muss man dann auch mal gucken, ob sich das denn überhaupt noch lohnt. Klar, Champions League wird da gezeigt, Bundesliga wird da gezeigt. Aber die wollten das auch haben, die wollten Zuschauer haben, haben sie die bekommen. Und jetzt, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wieder gekündigt wird, also von vielen Zuschauern. Ja, Training in Köln sieht ganz gut aus. Gibt jetzt nichts, wo ich sagen muss, irgendwie da ist jemand verletzt oder krank. Die Jungs geben Gas seit gestern. Ja, Gas geben, ruhig bleiben, Lockerheit. Und wenn wir nochmal so eine Leistung mit der Effizienz wie in Augsburg, dann werden wir die Wolfsburger schlagen. Wobei, Vorsicht, bei denen ist der Drops auch gelutscht. Die können jetzt nur noch irgendwie einen hier ärgern oder sowas da. Der Kaugummi-kauende Kofeld hat schon gesagt, hier, nein, volle Kapelle, wir greifen weiter an. Wollen natürlich noch auch ein, zwei, drei Plätze nochmal ja, klettern in der Abschlusstabelle. Also ein Selbstläufer wird es nicht vor 200 FC, vor 200.000 FC-Fans am Samstag, die ja vermeintlich hätten im Stadion sein können, was die Ticketanfrage angeht. Ja, wie gesagt, aber ich bin positiv, dass wir mindestens Sechster werden, wenn nicht Fünfter, wie auch immer. Also Euroleague werden wir spielen, daran glaube ich fest. Sollte es am Ende nur Platz 7 werden mit der Euro, ja, Conference League, dann ist es auch so. Ein Punkt benötigen wir dazu, damit wir fix mindestens Siebter werden. Maximal oder schlechtestens können wir nur noch Achter werden. Sollten wir beide Spiele verlieren, was nicht passieren wird, und Hoffenheim noch beide gewinnen wird, dann würden die auch noch an uns vorbeiziehen. Ja, wir wollten Zwölfter werden, internes Ziel laut Baumgart. Jetzt werden wir schlechtestenfalls Achter, bestenfalls Vierter, am liebsten Fünfter oder Sechster. Das ist doch super. Ja, die Jungs sollen jetzt gut trainieren und dann am Samstag ein Feuerwerk abbrennen. Und ja, bestenfalls, wenn die Freiburger dann auch ihr Spiel gewinnen sollten gegen Union. Entschuldigung, dass ich meinen Kopf so fesse, ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Werden wir dann halt auch feiern können. Er hat zwar gesagt, feiern ist verboten, aber das will ich sehen, wie er die 50.000er zurückhalten will, wenn wir tatsächlich jetzt in die Euroleague einziehen werden, sicher am Samstag um 17:20 Uhr circa. Ja, gut. Das wäre es jetzt erstmal von mir. Ja, Skiri, Özcan, keine Ahnung, Baumgart muss auch verlängert werden. Ja, schauen wir mal. Übrigens, ein kleiner Hinweis zu meinem Kumpel, Freund FC Fabio. Das ist auch der Name von seinem YouTube-Kanal. Schaut da mal rein. Er hat da wieder ein super tolles Video veröffentlicht, wo es darum geht, was wir in welchem ja, Wettbewerb verdienen würden, sei es als Startkapital oder als Auflaufprämie oder wie auch immer, und wie viel Geld wir bekämen, wenn wir ein Spiel gewinnen oder unentschieden spielen oder die Gruppenphase überstehen würden und. Schaut euch das gerne an. Lasst dort ein Abo und ein Like da. Ja, könnt ihr gerne auch bei mir machen. Ist jetzt erstmalig, dass ich das auch äußere, dass ihr das bei mir natürlich auch gerne machen könnt. Ansonsten schaut halt immer gerne bei mir rein und ja, über Kommentare freue ich mich auch. Wenn ich das dann zeitnah schaffe, auch aufgrund wegen meiner Gesundheit, werde ich mich natürlich auch zeitnah bei jedem persönlich melden. Gut, das wäre es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und an den großen Papa glauben, an die Truppe glauben. Wir reisen jetzt nochmal in den zwei restlichen Spielen gegen Wolfsburg und in Stuttgart alles abholen, alles raus und werden, ja, der FC shook the world, ne? Bis dahin, haut rein.